Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich arbeite so nebenher hin und wieder auch mal für CSIRT und möchte heute mal einen Vortrag halten zum Thema Smart Cards. Will doch nicht. Das. Gut. Ich habe diese Grafik von einem bekannten Dokument, bettercrypto.org, und dort Crypto Applied Hardening. Und ich denke, die passt eigentlich ganz gut in unsere heutige Zeit. Das, was die Dame sagt, ist dann aus dem Russischen von einer Bekannten von mir übersetzt worden. So geht das. Okay, Sie müssen nur näher. Ja, dann nehme ich sie in der Hand. Ah ja, gut, alles. Gut, danke schön, ich fange von vorne an. Also, begrüße erstmal alle Anwesenden zu diesem Vortrag. Finde ganz gut, dass so viele erschienen sind. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich arbeite hin und wieder einmal für CSIRT Inc. und habe heute hier vor, einen kleinen Vortrag zum Thema Smart Cards zu halten. Das sind diese kleinen Plastikkarten mit dem Chip drauf. Werde dazu gleich ein bisschen mehr sagen. Und starte einfach mal mit der ersten Seite. Die Grafik ist von einem bekannten Dokument von der Seite bettercrypto.org. Das Ganze in diesen Tagen auf Russisch. Und das Ganze hat eine Bekannte von mir übersetzt, die Dolmetscherin war, muss man sagen, also auch tätig war. Und die entsprechende Übersetzung, wer will, kann es hier mal eben nachlesen. Das ist eigentlich recht einfach im Deutschen, das heißt, pass auf. In diesen Tagen haben die Wände Ohren. Rede nicht so viel, schweige lieber. Und es passt eigentlich genau in die Zeit, die wir heute sehen. So. Zum Thema Smart Cards. Smart Cards helfen, gewisse Geheimnisse zu verbergen. Vor neugierigen Blicken anderer, vor der eigenen Vergesslichkeit. Eine Smart Card vergisst nichts. Allerdings ist es erforderlich, an der Stelle eben auch das entsprechende Passwort zu kennen. Die Dinge, die ich gleich hier zeige, kann ich hier auch mal damit ins Publikum winken. Und wer die sehen möchte, kann auch nachher hier mal ganz kurz stehen bleiben. Das Anschauungsmaterial ist einfach hier. So, in dem Kursus möchte ich heute oder in dem Vortrag möchte ich eigentlich zeigen, dass Smartcards den Umgang mit Kryptographie durchaus erleichtern helfen. Allerdings, wer glaubt, ich kaufe eine Smartcard und bin fertig, der hat sich geirrt. Die Lernkurve im Umgang mit Smartcards ist steil, schwierig. Und es dauert, bis dass man so weit gekommen ist, dass man diese Dinge tatsächlich einsetzen kann. Das ist keine einfache Sache. Aus dem Grunde will ich hier auch nicht allzu viel auf entsprechende Kommandos eingehen, weil diese Sache von Hersteller zu Hersteller möglicherweise verschieden sind. Da, wo man auf Smartcards aufsetzen kann, die dem OpenSC-Standard oder besser gesagt dem PKCS-15-Standard folgen, sind die Kommandos einheitlich, auch wenn es da bestimmte Mappings gibt, aber das muss uns nicht weiter interessieren. Dort kann ich auch hingehen und sagen, diese Dinge sind mit der Installation gebrauchsfertig, aber wenn ich eine Karte kaufe, ist diese Karte leer. Und da muss man was draufbringen und wenn da was draufgebracht wurde, muss ich es noch in irgendeiner Weise einrichten und danach geht die Sache von selbst. Dann merke ich mir eigentlich nur noch ein Passwort.
für die Karte selber und bin an den Stellen fertig und kann sagen, ich habe hier was für meine eigene Sicherheit getan. Die Karten, die ich jetzt vorstellen möchte hier, ist einmal die Karte OVOC, One Web, One Key von Rainer SCT. Das ist tatsächlich nur, auch wie es jetzt hier auf dem Bild steht, eine Login-Karte. Die Karte fällt ein bisschen aus dem Rahmen, weil man kann diese Karte gar nicht beschreiben, man kann sie wohl lesen. Dann muss ich dazu sagen, die Karte ist BIPAC. Wenn man sich bei Rainer SCT dieses Gerät kauft, das ist der Komfortleser, der kostet bei Rainer SCT 159 Nasse. Bei Völkner Elektronik ist er für 105 zu haben. Wer den haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, einen Tipp habe ich gerade gegeben. Mit der Karte war es so, ich habe das Ding vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren mal erworben. Die Karte lag dabei und die Software von Rainer, speziell gemacht für den neuen Personalausweis, ist entwickelt worden als Browser-Interface, nur lauffähig auf 32-Bit-Technologie Firefox ESR 17. Mit dieser verdammt modernen Hardware und Software vor allen Dingen ist es mir gelungen, die Karte tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Ich habe mich dann auch damit bei Rainer SCT registrieren können. Und dann kommt der erste Vorteil der Karte, was man damit machen kann, wenn man sich so registriert hat. Man kann für dieses Gerät hier die Garantie verlängern. Das ist mir geglückt. Mittlerweile habe ich aber den Firefox in einer etwas anderen, neueren Version. Auch hier dieser Laptop, 64-Bit-Technologie. Und ich habe mal versucht, dieses Gerät hier in irgendeiner Weise nutzbar zu machen. Die Java-Bibliothek, die dabei liegt, oder besser gesagt JavaScript-Bibliotheken, soweit alles, sagen mir an der Stelle, da ist ein Fehler. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust zum Suchen. Dann der zweite Teil von den Karten, zu dem chinesischen Hersteller Feitian gibt es viel zu erzählen. Und ich muss eigentlich sagen, die Karte ist auf der einen Seite so, dass man sagen kann, die Karte begeistert. Und auf der anderen Seite muss man doch gucken, dass diese Karte gewisse Anforderungen nicht genügt. Die Karte bietet Platz für bis zu 7 Zertifikate. Unterstützt RSA-Keys mit einer Länge bis zu 2048 Bit, nicht darüber hinaus. Und hat und kennt 2 Passworte. Das eine ist die ganz normale User-PIN. Und die ist nötig, damit die Software auf die Karte zugreifen kann und die Karte auslesen kann. Was nicht mehr ausgelesen wird, ist der private Schlüssel. Der bleibt auf der Karte. Kryptografische Funktionen werden auf der Karte ausgeführt. Das ist ein Vorteil. Es kann also niemand hingehen und zum Beispiel den Private Key irgendwo mitbekommen. Die Karte ist für meinen Kollegen Benny, der private Keys sammelt und die auch auf seiner Webseite veröffentlicht, nicht die Karte, die er sich wünscht. Er wünscht sich was anderes. Aber diese Seiten kann man dann gefahrlos besuchen, da wird nichts passieren. Der Nachteil dieser Karte ist, es gibt keine SO-PIN. SO ist hier die Abkürzung für den Security Officer. Und da ist die Frage direkt da, was für Aufgaben hat die PIN? Die User-PIN schaltet die Karte zum Gebrauch frei. Wenn ich das Passwort vergessen habe und als User die PUC eingebe, dann ist es wie üblich in diesen Bereichen. Ich kann die Anzahl meiner Fehlversuche dadurch auf 0 zurücksetzen und habe wiederum 3 neue Versuche, das richtige Passwort einzugeben. Das wird aber irgendwann auch nicht mehr helfen. Und wenn die notwendige oder einstellbare Anzahl von Fehlversuchen erreicht wurde, macht die Karte dicht. Und dann ist der Private Key auch für mich ein
nicht zu knackendes Geheimnis. Also muss man aus diesen Dingen schon mal lernen. Im Umgang mit Smartcards ist es wichtig, sich die entsprechenden Passworte und so weiter aufzuschreiben und die so zu deponieren, dass die außer mir auch sonst niemand mehr zu lesen bekommt. Dann die Frage, was macht die SO-PIN? Die SO-PIN, wie gesagt, Security Officer PIN, würde es erlauben, auf der Karte ein neues Passwort zu setzen. Und dann käme ich an den Inhalt von der Karte wieder dran. Da sehe ich schon, dass einige Leute den Kopf schütteln. Der Gebrauch der Karte ist abhängig von zwei Einsatzszenarien. Privat, da brauche ich den SO-PIN nicht. Wenn ich aber im Unternehmen bin und meinen Mitarbeitern Karten aushändige, dann möchte ich da schon mal wissen, was los ist. Und bekannterweise vergessen Mitarbeiter nicht nur Passworte, sie vergessen auch, wo sie sich die aufgeschrieben haben. Und sie vergessen dann irgendwann auch, wem sie die vorher mal vertraulich erzählt haben, damit sie bei Zeiten wieder daran erinnert werden können. Und an den Stellen muss ich sagen, eine Karte ohne SO-PIN ist für den Unternehmenseinsatz eher nicht geeignet. Es hat ein Franzose mal versucht, mit Feitjan in Europa ein ganz großes Geschäft aufzuziehen. Er hatte eine schöne Webseite, Goose.eu. Mittlerweile hat er sein Geschäft aufgegeben, und zwar eben wegen der fehlenden Möglichkeit, eine SO-PIN einzugeben. Den chinesischen Hersteller wird nachgesagt, dass er eine Applikation hat, mit der er das machen könnte. Es ist auch versprochen worden, die entsprechende Applikation freizugeben, aber die ist bei Goose nie angekommen, sodass er nach knapp 2 Jahren vergeblicher Versuche gesagt hat, das ist kein verlässlicher Partner, wenn ich die SO-PIN nicht eingeben kann. Der Verdacht aber besteht, dass der Hersteller das nach wie vor kann, dann ist an dieser Stelle irgendwas faul und ich muss die Notbremse ziehen. Das hat er gemacht. Er hat den Vertrag mit Feitjan im Ganzen aufgekündigt, ist mittlerweile wieder in seinem hausbackenen Beruf als Mathelehrer tätig und die Webseite, kommt eigentlich nur noch die Meldung, die Services sind heruntergefahren. Da steht leider nichts mehr zur Verfügung. Er hat sehr viel, muss ich sagen, getan. Er hatte einen bekannten Entwickler bezahlt, der OpenSC Tools und so weiter für Smartcards geholfen hat zu entwickeln und. Das alles ist leider weg. Das ist insofern keine gute Sache. So, als nächste Karte haben wir hier die GNU-PG-Karte. Die Version 2.0 erlaubt es hier, ASR-Keys mit einer Länge von 3072 Bit aufzubringen. Die verlangt die Installation von CCI UDEF Rules. Das sind eigentlich nur ein paar Textsachen. Und ansonsten ist auf der Karte vergleichsweise wenig Platz, also ein Zertifikat im Grunde genommen und sonst nicht mehr. Die Karte ist dann auch preislich gesehen 3-4 Euro teurer als die von den Chinesen. Bei den Chinesen kann man die im Bundle bestellen, 5 Stück. Ist so für das Bundle das Minimum, dann liegt die Karte etwa bei 15 Euro. Hier weiß ich jetzt nur den Preis von der einen Karte, die liegt etwa bei 18, 19. Und die Version 2.0 hat hier noch einen kontaktlosen Chip drauf, und zwar eine Mafia Classic. Mittlerweile gibt es die Version 2.1. Die zulässige Keylength sind 4096 Bit. Es gibt Verbesserungen gegenüber der Version 2.0. Und was vielleicht das Interessanteste ist, es gibt mittlerweile die technische Beschreibung der Version 3.0. An die Karte ist noch lange nicht zu denken. Das Ganze zeigt aber jetzt schon mal eine gewisse Tendenz auf. Eine einmal gekaufte Karte hält auch nur eine ganz begrenzte Zeit. Und die hält nur deswegen eine begrenzte Zeit, weil die Software unaufhörlich schneller entwickelt wird, als das auf eine Karte übertragen werden kann.
Insofern, wer sich hier mit dem Gedanken trägt, auch in größeren Umgebungen mit Smart Cards zu experimentieren und die einzusetzen, ist gut beraten, verschiedenste Hersteller auszuprobieren und mit diesen Leuten dann eben auch Gespräche zu suchen. Ich weiß zum Beispiel von der Uni Leipzig, dass die für demnächst alle auch nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter und studentischen Hilfskräfte ein Projekt aufgesetzt haben, so dass sie ein Login auf den Uni-Rechner mit Smartcards möglich machen. Die haben sich für einen bekannten Hersteller aus Holland entschieden, mit der einfachen Begründung, ich brauche für diesen USB-Stick keinen Treiber. Die Treiber sind bei den Betriebssystemen dabei. Und egal, ob das jetzt Linux oder Windows ist, sie laufen auf beiden Systemen. Es gibt auch da gewisse Einschränkungen. Es gibt dann eben halt Zertifikate mit einer Schlüssellänge 2048 Bit, nicht darüber hinaus. Aber für den Einsatzzweck ist es an der Stelle so, die sagen, das ist gut so, das reicht uns. Sie bekommen auch eine eigene API. Der Hersteller stattet die mit einer entsprechenden SDK aus. Als Gegenleistung unterschreiben sie ein NDA. Und das wiederum heißt, dass das, was sie da selber machen können und was sie da erfahren von dem Hersteller, geben sie nicht weiter. Das bleibt an der Stelle halt proprietäre Welt und verschlossen. Und wer das haben will, müsste sich an den Hersteller wenden und selber dort vorstellig werden, ein NDA unterschreiben und dann kann es ja sein. Bei Stückzahlen von am Ende irgendwo 20.000, 30.000 Stück ist das wohl jederzeit machbar. Dann kommen wir mal zu den Lesegeräten. Auch da wiederum gibt's die von Phytan. Man sieht jetzt hier schon wieder Hardware. Diese Lesegeräte sind hier zwar Fullspeed, aber USB 2.0. Für USB 3 habe ich sowas noch nicht gesehen. Das ist alles irgendwo im Kommen, vorsichtig ausgedrückt. Aber um diese Probleme muss man sich kümmern. Das Interessante ist, der unterstützt jetzt hier T0 und T1 Protokolle und die Klassen A, B und C. Insofern ist das schon ein recht komfortables Gerät und man muss auch sagen, relativ preiswert. Ich glaube, das liegt so also unter 20 Euro. Phytan hat in dem Bereich einen USB-Krypto-Stick auf den Markt gebracht als E-Pass 2003. Das ist der hier, der sieht so aus, diese Größenordnung. Goose hat den angeboten hier, Stückpreis, ich glaube 17,50 Euro, eigentlich sehr preiswert. Der Nachteil ist, also das Ding ist für Windows-Leute gedacht und gemacht. Und Goose hatte eine SDK, um diese Sachen Linux-tauglich zu machen. Wie gesagt, das gibt es nicht mehr. Schade, weil das Teil ist wirklich klasse. Es hat einen Speicherbereich von ungefähr 64 Kilobyte, also 7 Zertifikate und man kann damit fantastisch arbeiten. So, das ist der Reader, von dem auch ich den Titel entliehen habe. Das ist dieses Teil hier. Ich kann ihn zusammenfalten, dann habe ich den. Man kann ihn auseinanderfalten. Dann sehen Sie an der Seite hier das USB-Ding und hier vorne einen kleinen Schlitz. Und in diesen Schlitz passt dann eben auch eine Smartcard rein. Das ist tatsächlich recht einfach. Man nimmt sie. So, wenn ich die so zusammengesteckt habe, kann ich das Ding einstecken und bin sofort fertig. Und ich glaube, die beiden Teile passen jederzeit in die Hosentasche. Auf der Karte, wie gesagt, ein Kryptoprozessor und damit
sind alle kryptografischen Funktionen in einem gesicherten Environment. Es gibt dann an der Stelle ein bisschen abgewandelt ein Gerät wie das hier, so ein Tischgerät mit entsprechend langem Anschlusskabel. Kann man sich am PC irgendwo anbringen, hat es auf dem Schreibtisch stehen, steckt die Karte von vorne rein und gut ist. Es gibt dann auch noch weitere Möglichkeiten. Sie kennen die Tastaturen, bei denen man Chipkarten einführt. Also wer schon mal öfter beim Onkel Doktor zu Besuch war und die Gesundheitskarte vorgelegt hat, der sieht das, die stecken die rein, dann wird die ausgelesen. Es gab mal vor einiger Zeit eine sehr preiswerte Tastatur von Lenovo mit integriertem Chipkartenleser für 15, 16 Euro. Die habe ich mir mal direkt besorgt. Funktioniert einwandfrei. Ich muss allerdings dazu sagen, bis dass ich dieses Keyboard unter Linux am Laufen hatte, habe ich ein bisschen geguckt, weil standardmäßig mit neuerer Hardware ist das Ding am USB-Port ausgeschaltet. Man muss das tatsächlich im BIOS freischalten und dann funktioniert es. Das sind so die kleinen, sagen wir mal, Hässlichkeiten, an denen man sich irgendwann mal aufhalten wird. Und wenn die, wie ich es vorhin sagte, wenn die überwunden sind, ist eigentlich soweit alles in Ordnung. So, der Rainer SCT-Komfortleser, also dieses Teil, ist der Komfortleser der Extraklasse. Er hat ein eigenes Display, eine eigene Tastatur und eine USB-Verbindung. Der Leser hier garantiert, dass die Daten, die hier auf dem Display angezeigt werden, nicht über den Host laufen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Der ist vom BSI zertifiziert für alle Funktionen vom neuen Personalausweis. Der neue Personalausweis fällt mit unter den Begriff der Smartcards, ist allerdings berührungslos. Es ist halt ein NFC-Chip da drin und er kann mit dem hier ausgelesen werden. Er hat zwei Möglichkeiten. Er liest sowohl kontaktbehaftete Karten aus als auch kontaktlose Karten. Als kleiner Zusatz jetzt dazu eine Information. Ich habe hier auch den Basisleser. Der Basisleser kostet nun keine 100 Euro oder so, auch keine 50. Ich glaube, der liegt bei 30 Euro. Da legt man hier den neuen Personalausweis drauf und dann kann der ausgelesen werden. Dazu muss man aber das Passwort über die ganz normale PC-Tastatur eingeben. Und dann ist es eigentlich das Sicherheitskonzept an der Stelle gebrochen. Dass das Ding zertifiziert worden ist, bezeichnet man BSI intern mittlerweile als, naja, es ist halt passiert. Also ich glaube, mit den heutigen Erfahrungen würden sie so ein Ding auch nicht mehr freigeben für den Markt. So, wenn ich eine Smartcard jetzt besitze und Lesegerät und dergleichen, dann ist die Frage, was muss ich tun? Unter Linux laufen die Dinge mittlerweile out of the box. Man muss das Paket OpenSC installieren, dann PCSC Lite und GNU-TLS. Mit der Installation ist man eigentlich schon fertig. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Geräten, die hier unterstützt werden, sofern diese den Standard hier in CCID unterstützen. Die Liste ist wirklich lang und wer sich dafür interessiert, sollte mal einfach die Dateien studieren, die bei einer Installation aufgespielt werden. Dort gibt es dann eine Datei namens plist-info und in dieser plist-info stehen alle unterstützten Geräte drin. So viel vorweg. Wer also
wissen will, welche Hardware möglicherweise nicht unterstützt wird, sollte sich diese Dinge trotzdem installieren. Er kann in plist nachgucken, ob seine beabsichtigte Hardware hier direkt unterstützt wird oder nicht. Wenn die Karte nun installiert ist, muss da etwas drauf. Am Beispiel eines einfachen digitalen Zertifikats wird man jetzt hingehen und Schlüsselpaar erzeugen, den Certificate Signing Request erzeugen. Ich habe hier mal geschrieben, man kann sich auf dem Testserver von CSERT einloggen, den CSR hochladen, das Zertifikat erzeugen, herunterladen und dann beides im Format P12 wieder abspeichern. Nun weiß ich nicht, wie gut und wie genau man sich mit diesen Dingen hier schon auskennt. Auch hier ist es sicherlich so, OpenSSL, Swiss Knife, wie man so manchmal scherzhalber sagt, aber es ist halt nicht ganz einfach, mit diesen Dingen umzugehen. Einige Dinge möchte ich dann mal hier zeigen. Wenn ich den privaten Schlüssel generieren will, dann nehme ich das Kommando OpenSSL, GenRSA, minus out, Client Key und gebe dann noch die Schlüssellänge an. Es steht anschließend in dieser Datei Client Key der private Schlüssel drin und ich kann ihn mir zum Beispiel mit Certool-K auch anzeigen lassen. Es gibt dann so eine kleine ASCII-Grafik, die so ein bisschen was verrät über die Streuung der Entität. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich dieses Kommando beliebig oft wiederholen, bis das es mir gefällt. Nur das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit auf einem PC ist einfach die, wenn ich das Kommando unmittelbar nach dem Booten eingebe, kann es sein, dass ich beim nächsten Booten den gleichen privaten Schlüssel bekomme. Nicht sehr wahrscheinlich, weil moderne Systeme setzen einen Daemon ein, und zwar den Half-Jet-Daemon, mit dem man also versucht, Entropie auch abzuspeichern und vorzuhalten. Aber auf der sicheren Seite ist man, indem man einfach mal das Kommando urandom aufruft und dann mal so 500 MB in eine Tonne schreibt. Danach ist die Entropie mit Sicherheit auf dem System vorhanden und dann kann ich mit diesen Kommandos weitergehen. Ich kann auch hingehen, das ist das Schöne jetzt hier mit Certool, beispielsweise mir eine elliptische Kurve generieren, hat aber dann den Nachteil, dass ich zwar hier einen privaten Schlüssel bekomme, aber meine Smartcards können mit elliptischen Kurven zurzeit nichts anfangen. Also bin ich gezwungen, tatsächlich an den Stellen auf RSA-Schlüsseln zu bleiben. So, wenn ich das soweit bin, der Schlüssel gefällt mir, dann kann ich hier mit OpenSSL ein Certificate Signing Request erzeugen, indem ich dieses Kommando einfach hier eingebe. Dann läuft ein Dialog ab. Ich werde gefragt, in welchem Land ich bin. Ein Full Qualified Domain, dem soll angegeben werden, eine E-Mail-Adresse, mein Name und so weiter und so fort. Und wenn ich dann fertig bin, ist auch der Certificate Signing Request abgespeichert, der liegt vor. Und ich kann mir dann die Inhalte hier auch nochmal kurz anzeigen lassen. Und mache dann Folgendes. Wenn ein Anbieter von Zertifikaten es möglich macht, den ganzen CSR hochzuladen, dann sollte man diesen Weg gehen, weil dann auch sichergestellt ist, dass der private Schlüssel definitiv nur auf meiner Maschine ist. Der ist im CSR nicht enthalten. Im CSR ist lediglich der Fingerprint vom privaten Schlüssel enthalten. Wenn ich den nachher zurückbekomme, muss ich die beiden Teile zu einer Datei zusammenfügen. Und das ist dann hier beschrieben. Und zwar auch wiederum mit OpenSSL, PKCS12 ist das Format, das hier gefragt wird, also P12. Ich exportiere das und sage, die Out-Datei soll jetzt hier RM, wäre ich in meinem Fall, minus Seriennummer.p12 sein. Ich mache das über die Seriennummer, weil ich dann sofort weiß, wie viele Zertifikate ich wann wo habe
und so weiter und so fort. Und ich kann die auch definitiv zuordnen. Ich habe hier bei CSERT ungefähr, ich würde mal sagen, so circa 15 verschiedene Mailadressen. Und für jede einzelne nutze ich ein Zertifikat. Und ich gehöre nicht zu denen, die an der Stelle mehrere Mailadressen in ein Zertifikat packen. Sondern definitiv eine E-Mail-Adresse, ein Zertifikat. Hat Vorteile, gibt Leute, die sagen, nee, brauche ich nicht, wenn, dann alles direkt rein. Aber je mehr Mailadressen Sie da reinschreiben, umso mehr ist auch von Ihnen bekannt. Und in meinem ganz konkreten Fall, ich bekenne es ehrlich, ich bin bekennender Skatspieler. Das weiß nicht jeder und das geht auch nicht jedem was an. Und für meine E-Mail-Adresse in dem Umfall habe ich selbstverständlich auch Zertifikate, ganz klar. Das Ganze schreibe ich in ein P12-Format rein. Und an der Stelle möchte ich einfach nur mal sagen, es ist ein bisschen erschreckend, wenn man Sie dreimal nach der Eingabe eines Passworts fragt. Wenn Sie es abgespeichert haben, geben Sie ein Passwort ein. Dann wollen Sie es irgendwann zusammenführen. Das heißt, Sie geben das Passwort ein, was Sie gebraucht haben, um es abzuspeichern. Dann wird das Passwort abgefragt vom Private Key und es wird das Passwort abgefragt, unter dem die P12-Datei abgespeichert wird. Und letzteres ist wichtig, wenn Sie die P12-Datei im Mozilla, im Thunderbird, im E-Mail-Client XYZ sonst wo installieren wollen, dann werden Sie das letzte Passwort aus dieser Dreierkette benötigen. Damit bei 10, 20, 30 Zertifikaten der Überblick nicht verloren geht, muss ich an dieser Stelle einfach mal hingehen und eine kleine Empfehlung aussprechen. Wenn das Zertifikat fertig ist, erstellen Sie sich bitte eine simple CD. Die hat 700 MB, da 20 Zertifikate ist also kein Platz. Und eine CD kostet heute nicht mehr so viel Geld. Das kann da alles wunderbar drauf. Und zwar speichern Sie dort nicht einfach nur die Zertifikate ab, sondern sämtliche Kommandos, die Sie eingetippt haben, um dieses Zertifikat zu erhalten. So oft macht man das nicht. Man würde es irgendwann vergessen haben. Und dann heißt es, verdammt nochmal, was habe ich denn damals da gemacht? Passworte nach 2 Jahren, vielleicht das letzte, aber und so weiter. Speichern sich das alles in eine Textdatei ab, dokumentieren Sie das wirklich Schritt für Schritt. Die Textdatei zusammen mit den Zertifikaten auf eine CD. Und anschließend mit dem Wipe-Kommando die Zertifikate vom Rechner gelöscht. Die brauchen Sie nicht mehr auf dem Rechner. Wenn Sie die in den Client installieren wollen, dann nur mit vorhergesetztem Masterpasswort, niemals ohne. Das Masterpasswort wird benötigt, um die verschiedenen Datenbanken anzusprechen. Ansonsten liegen diese Dinge offen rum. Und wenn die offen rumliegen, werden die auch irgendwann entfernt und von anderen Leuten gelesen. Das wollen Sie bestimmt nicht haben. Insofern diese Dinge absichern über ein Masterpasswort und wenn es geht, diese Sachen auf eine Smartcard bringen. Dann sind Sie ganz sicher. So, dann mal zur Frage Smartcards im Unternehmen. Die Vorteile, mögliche Nachteile. Vorteile sind ganz einfach, eine Smartcard kann nicht durch Zugucken ausgelesen werden. Geht einfach nicht. Wenn Sie einigermaßen darauf achten, kriegt auch keiner Ihre persönliche PIN mit. Gegebenenfalls könnten Sie die auch ändern. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, wo Ihre Smartcard ist, wissen Sie. Die nehmen Sie. Und wenn Sie auch da das Zugangspasswort vergessen haben, wie gesagt, die sollten es sich wirklich aufschreiben. Zur Not müssen Sie nach Hause fahren, in den Safe gehen und das Passwort sich wieder dort abholen. Aber das verhindert unter anderem, dass Passworte am Telefon weitergegeben werden. Hör mal Fritz, ich brauche mal eben Zugriff auf das Laufwerk, gib mal Passwort. Vorbei. Geht nicht. Fritz hat Zugriff drauf, das ist bekannt. Der kann Ihnen den Inhalt von der Datei eventuell vorlesen oder dergleichen, aber Passwort rübergeben geht gar nicht. Der Mitarbeiter kennt im Normalfall nur die PIN. Wenn er die PUC nicht hat, muss er zur Systemadministration und dann tippt ihm einer die PUC ein und dann hat er wieder mal 3 Versuche.
Und wenn das gar nicht geht und die Systemadministration über die SOPIN verfügt, könnte die dann ein neues Passwort setzen. Dafür wäre beispielsweise ein SOPIN sinnvoll. Einsatzgebiete, OpenVPN, E-Mail und dergleichen. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist Document Signing beispielsweise oder, wenn Sie ein entsprechendes Zertifikat haben, auch Code Signing. So, und dann die große Frage, SmartGuards zu Hause brauche ich doch nicht. Stimmt. Aber wo wollen Sie es lernen? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Und die Frage muss man irgendwann mal beantworten. Und lernen ist eigentlich der PC zu Hause der ideale Trainingsort. Sie machen nichts kaputt, schießen sich selber wohl vielleicht mal ab, wenn sie Pech haben. Aber das kriegt man ja alles wieder hin mit hausbackenen Mitteln. Und die Schwachstellen der zukünftigen Entwicklung sehen Sie eigentlich nur, wenn Sie anfangen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich sagte vorhin schon mal, elliptische Kurven in der Kryptographie ist ein tolles Thema. Mit SmartGuards das Problem, dass das im Moment nicht wirklich unterstützt wird und wenn, dann auch nur ganz spezielle einzelne Kurven, aber nicht so, wie das gerade mal diskutiert wird. Und SmartGuards hinken nach meiner Schätzung etwa 2 Jahre der Softwareentwicklung hinterher. Das muss man sehen. Ansonsten ist gegen SmartGuards gar nichts zu sagen, ganz im Gegenteil, die sind anderen Dingen vorzuziehen und wer viel unterwegs ist, der sollte die SmartGuard dabei haben und die halt getrennt von irgendwelchen aufgeschriebenen Dingen bewahren. Und die CD mit ihren Zertifikaten brauchen sie zu Hause, aber nicht unterwegs. Wissen ist Macht, wie immer. Und nochmal, Ver- und Entschlüsselung passiert auf der Karte. So, dazu dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Finde ich schon mal erstaunlich. Und ja, die einen sagen so, die anderen so. Also das Thema ist nicht ganz einfach. Und ich möchte allen nur noch mal mit auf den Weg geben, den bekannten Satz von Bruce Schneier, Security is a process, not a product. Und zu diesem Prozess, den kennenzulernen, so weiter, lade ich Sie herzlich ein. Danke. Ja, irgendwelche Fragen? Nein, der Daemon Hafged, H-F-G-E-D. Ich glaube, das Have kommt von Harvester, so als Abkürzung. Harvester ist die Erntemaschine. Der sammelt Zufallszahlen auf der Maschine, wie sie zufällig entstehen. Normalerweise kennen wir dazu die zwei Funktionen Randomize, also Random, die auf dem System läuft, oder URandom, der neuere Nachfolger. Mit U. URandom. Das ist standardmäßig dabei. Da brauchen Sie nichts besorgen, gar nichts. Das haben Sie auf jedem Linux-System drauf. Die Frage ist nur, ist der Pot voll? Ist der Pot frisch gefüllt? Sie können mit OpenSSL-Rand sich neues RAND-File erzeugen, also ein .rnd-File, 1024 Bytes groß. Aber Sie können hingehen und sagen, so, ich habe die Kiste gerade neu gebootet, 5 Minuten brauche ich sowieso, um Kaffee zu trinken. Und dann speisen Sie einfach mal den URandom an, und zwar über das dd-Kommando und sagen dd und dann Input-File, if gleich /dev/URandom, Size gleich 512 und ein Count gleich von mir aus 1M. Dann zieht er Ihnen 512 MB da raus und schmeißt sie direkt mit /dev, also Umleitung nach /dev/null. Er schmeißt die weg, sammelt allerdings unterwegs Entropie
und der Pott ist frisch gefüllt. Wenn Sie im Unternehmenseinsatz wiederum sind und müssen jetzt mal 300 Zertifikate erstellen für Mitarbeiter, dann sollten Sie nach einer Zahl X ganz einfach mal diese Sache laufen lassen. Ganz einfach. Bitte. Danke. Ja, Sie. Wir haben doch gerade das Mikro. Dann. Okay. Danke für den Vortrag erstmal. Ich habe eine Frage. Bei der Hardware-Auflistung war jetzt der YubiKey nicht mit drin. Der ist ja prinzipiell, wahrscheinlich fällt ja auch in die Richtung, zwar nur das, die teure Ausführung. Die können zumindest elliptische Kurven, die NIST-Kurven und nur kurz, ich glaube es ist 248, die RSA-Kurven. Gibt es da eine Meinung dazu? Sie können gleich mal unten im Erdgeschoss vorbeikommen. Mein Kollege hat gerade mal 3 frische YubiKeys bekommen. Der kennt sich damit aus. Okay, danke. Also wir können da gerne nachher drüber diskutieren und sehen, was die können und was eventuell nicht können. Jetzt war noch jemand von da ganz oben, bitte. Ist der Unterschied zwischen DefRandom und URandom nicht, dass URandom Pseudo-Zufall ist und Random wirklich aus dem Entropie-Pool an sich stammt? Wie kann der Entropie-Pool gefüllt werden, wenn man URandom abruft? Dadurch, dass der Daemon Halfgate aktiv ist. Der klingt sich da ein und sammelt die Entropie und speichert die auch ab. Wo soll die Entropie herkommen? Also von Tastatureingaben, wenn man die Maus berührt, von irgendwelchen Interrupts. Aber das passiert doch die ganze Zeit. Dadurch, dass man DefRandom bzw. URandom abruft, kann man doch bloß Entropie verbrauchen und nicht neu erzeugen. Also wenn ich Random hier aufrufe, dann bleibt er stehen, dann passiert gar nichts. URandom zieht durch. Genau, DefRandom blockiert, wenn der Entropiepool leer ist. Und URandom ist Pseudo-Zufall, der erzeugt immer neuen, auch wenn Entropie-Pool schon leer ist. Worauf wollen Sie jetzt ganz genau hinaus, damit ich das auch mal richtig verstehe? Nicht, dass wir jetzt anfangen, hier aneinander vorbeizureden. Also zum einen, der Unterschied zwischen DefRandom und URandom ist meiner Meinung nach, dass DefURandom Pseudo-Zufall ist, also nicht so zuverlässig ist. Wenn ich Keys erzeuge, würde ich das eher aus DefRandom als URandom nehmen. DefRandom blockiert, wenn kein Zufall im Pool mehr vorhanden ist. Und dann muss man halt neuen Zufall erzeugen, indem man irgendwie auf der Tastatur rumklappert, die Maus bewegt oder einfach wartet. Aber nur so kommt man an sicheren Zufall. Also an diese Zufallsbewegungen mit der Maus und so weiter, die mag es mit irgendwelchen grafischen Tools nach wie vor geben. Hier wird die Entropie im Hintergrund erzeugt und der Daemon sorgt dafür, dass er davon erfährt und sammelt die. Und er sammelt eigentlich auch das, was sonst zufällig auf der Maschine alles passiert. Der wertet alle Tastaturangaben aus und so weiter und so fort. Dessen einzige Aufgabe besteht darin, für einen Vorrat an Entropie zu sorgen. Sonst nichts. Und wie sie den füllen, ist vollkommen egal. Nur wenn ich die Kiste neu einschalte, habe ich einen leeren Hauptspeicher. Wenn ich mit dem leeren Hauptspeicher arbeite, weiß ich nicht, wo ich stehe. Deswegen ist die sichere Sache nach dem Einschalten, und wenn ich wirklich hingehen muss und muss mir einen Keeper erzeugen, kann ich ein paar Dokumente aufmachen, selbstverständlich, das geht. Ja. Ich kann aber eben auch mit der Idee einfach nur dafür sorgen, dass da was passiert. Nee, was passiert denn da? Der liest DefURandom aus. Und aber an der Stelle wird doch höchstens Entropie verbraucht, aber keine neue erzeugt. Nach meiner Kenntnis. Wenn irgendein Prozess läuft, okay, dann können Interrupts entstehen und dadurch kann der Entropie-Pool vielleicht gefüllt werden. Ja, aber dann kann man auch Zero kopieren oder irgendwas. Nee, bitte nicht. Das hat's mal gegeben. Die Sachen wollen wir nicht wieder haben. Die bringen wir hier auch gar nicht erst in die Diskussion. Also es hat schon mal Fälle gegeben, wo in einem Tool hardwaremäßig irgendwas, was nicht initialiert worden ist, auf Null gesetzt worden ist. Und damit ist halt ein Bufferbereich, der eigentlich irgendwie zufällig was enthalten sollte, definitiv auf Null gesetzt. Ist lange her, ich möchte nicht weiter drüber reden. Die Zeiten wollen wir auch nicht wieder haben. Deswegen ist folgendes in den Entwicklungen, muss man ja mal sehen, der Halfgate-Daemon, der ist vor, ich weiß nicht, ich glaube 3 Jahren, 4 Jahren etwa dazugekommen. Der ist also nicht ganz neu. Und dessen Aufgabe besteht eben darin, gesichert dafür zu sorgen, dass es einen Vorrat an Entropie gibt. Ja?
So, so, dann war hier vorne noch jemand. Sie hatten oder vergessen. Ich habe noch eine kleine Frage zur Hardware. Diesen schönen Klapp-Card-Reader, ist der auch zu den Knubbige-Cards kompatibel und auch zu den der schöne Klapp-USB-Card-Reader, den Sie hatten? Ist der auch mit den Knubbige-Cards kompatibel? Okay, ja gut, da war ich nämlich noch ein bisschen auf der Suche nach Hardware-Kompatibilitäten. Ich meine, die Geräte sind, glaube ich, muss heute sagen, nicht mehr sehr teuer. Also 15 Euro. Die, ja, ja. Und dann wollte ich nochmal, Sie haben das vorhin sozusagen in einem Aufwasch gemacht, ich wollte nämlich noch ein bisschen Eigenwerbung machen zur Knubbige-Karte, weil das sind ja schon verschiedene Dinge und man kann auch verschiedene Sachen machen. Ich mache morgen einen Workshop zur Knubbige in der Praxis, wo ich die Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten der Smartcard an Beispiel der Knubbige-Karte mache, wo wir uns vielleicht auch noch ein paar Sachen zur Authentifizierung damit angucken können. Das würde eben recht schön an diesen Vortrag hier anschließen. Ja, also wenn morgen der Vortrag ist, Praxis mit der Knubbige-Karte, würde ich dann auch gerne dazukommen. Darf ich mal fragen, wann er ist? Also morgen 17 Uhr, ja, ist okay. Ich dann gucken, wenn es Programm heft. Und dann, so, da oben war erster und dann noch den hier. Ja, man kann ja über so eine SSL-Verbindung nicht nur den Server authentifizieren, sondern auch den Client. Und entsprechend benutzen manche Websites halt auch Client-Zertifikate, um die Nutzer zu identifizieren. Start-SSL macht das zum Beispiel. Das Vorgehen dabei ist, dass halt im Webbrowser auf Anforderung ein neues Zertifikat erzeugt wird. Da wird der Public Key dann zum Server hochgeladen und kommt signiert zurück. Würde mich interessieren, gibt es da irgendwie ein Tooling dafür, solche erzeugten Private Keys dann auch auf so eine Smartcard automatisiert zu kriegen, dass ich das auch aus dem Browser gleich mitnehmen kann? Oder? Bei dem vorbeschriebenen Weg ist der, wenn es also über einen normalen CSR geht, ist der private Schlüssel immer auf Ihrem PC. Und den bringen Sie nicht nach Start-SSL hin und Start-SSL gibt Ihnen den auch nicht zurück. Genau, ich schicke da nur den Public Key hin, also den öffentlichen Schlüssel und bekomme. Nein, Sie schicken dann einen CSR hin. Ja. Und in dem CSR ist der Fingerprint Ihres Schlüsselpaars enthalten. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, der private Key, der ist ja noch in meinem Browser drin. Den merkt er sich, damit er den halt das nächste Mal wieder benutzen kann, um die SSL-Verbindung aufzubauen. Nein, das ist falsch. Ihr Browser weiß auch von dem privaten Schlüssel definitiv nichts. Also den CSR erzeugen können Sie auf der Kommandozeile machen. Den CSR laden Sie hoch, den kennt der Browser. Ja, nicht. Ich meine, es gibt, um sich zum Beispiel bei Start-SSL direkt einzuloggen, gibt es direkt so ein Verfahren. Es gibt in HTML so ein Element, wenn der Browser das im Formular sieht, das Formular abschickt, dann generiert er halt intern einen privaten Schlüssel, schickt ein CSR hoch und kriegt dann als Reply auch wieder ein Zertifikat zurück. So, und da interessiert mich jetzt halt das Tooling, ob man irgendwie diese privaten Schlüssel, die ja vom Browser generiert worden sind, irgendwie automatisch wieder in die angeschlossene Smartcard zurückbekommt. Oder ob man den Browser dazu bringen kann, direkt den Schlüssel auf der Smartcard zu benutzen. Also wenn Sie mit einer Smartcard arbeiten, dann bringen Sie den Browser dazu, die Smartcard zu benutzen. Die Smartcard ist für den Browser ein Device. Okay. PKCS11, falls Ihnen was sagt. Und das ist die Library, mit der die Smartcard angesprochen wird. Und die Smartcard ist nur dazu da, Daten entgegenzunehmen, die zu entschlüsseln und das entschlüsselte Produkt wieder zurückzugeben. Oder den umgekehrten Weg zu gehen, Klartext entgegenzunehmen und dann das verschlüsselte Produkt zurückzugeben. Andere Funktionen macht die Smartcard nicht. Okay, gut. Und die Integration in gängige Browser funktioniert auch schon. Also sowas wie in Firefox. Oder wenn ich da jetzt meine Smartcard ranklemme, dann benutzt er auch die Schlüssel, die da drauf sind. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, ein Kollege von mir hat YubiKey unten am Stand. Wir könnten uns gleich gerne mal uns darüber unterhalten. Okay, danke. Ja. So, waren da noch Fragen? Hier vorne war noch jemand.
Ja, Smartcard-spezifisch nochmal eine kurze Frage. Ich hatte vor Jahren mal mit dieser ersten Version dieser GNU-PG-Karte experimentiert und meinte mich da noch zu erinnern, dass ich da immer den Weg gegangen bin, den privaten Schlüssel auf der Smartcard erzeugen zu lassen. Genau, also mir war der Weg, den privaten Schlüssel zu erzeugen und auf die Smartcard zu laden, auch gar nicht bekannt. Ist das nicht auch vom Vorgehen her eigentlich das Konzept der Smartcard schon auch dadurch durchbrochen, dass dann der private Schlüssel ja die Karte ohnehin zwangsläufig verlassen hatte, wenn man ihn woanders generieren muss und dann reinlädt? Nur zum Verständnis nochmal, danke. Das kann man so oder so sehen. Wenn Sie den privaten Schlüssel offen im System rumliegen lassen, dann werden Sie den Tag erleben, an dem der private Schlüssel nicht mehr privat ist. Davon ist abzuraten. Wenn Sie hingehen und den privaten Schlüssel erzeugen und wirklich vorsichtig sind, in dem Sinne, Sie haben einen Rechner, der nicht am Internet hängt, erzeugen dort den privaten Schlüssel, vernichten den ordentlich mit Wipe oder ähnlichen Tools, sodass es dann wirklich weg ist, haben den auf die Smartcard geladen und machen sich eine Sicherungskopie auf CD-ROM. Die können auch, sie können die Dinge auch ausdrucken per QR-Code, wie auch immer, spielt keine Rolle, sie haben eine Sicherung davon, das legen sie gut weg, dann stimmt das Konzept nach wie vor. Und es ist also von links nach rechts breites Band. Ich glaube, bei der GNU-PG-Karte ist auch so, wenn Sie da ein Zertifikat erzeugen auf der Karte, dann können Sie bei der Erzeugung angeben, dass er Ihnen ein Backup auf dem PC spielt. Mit privatem Schlüssel. Ja. Testet. Das macht der Krypto-Chip, der auf der Smartcard implementiert ist. Und wie die das machen, das ist Sache von dem Hersteller. Da ist, ich würde mal sagen, da ist viel Glauben gefragt.